So, das sollte reichen. Zack. Feuerwerk läuft. Wir retten uns in die Küche. Ein verlassenes Haus ist es gar nicht möglich. Hallo liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Summer Car. Pünktlich am Dienstag kommt eine neue Folge und wir werden heute mal dieses Haus auf ihre Brandschutzordnung prüfen, denn wir sind Feuerwehrinspektor Waldemar von der finnischen Feuerwehr und irgendwie, wenn man hier so von der Seite steht, sieht das auch wie so ein Feuerwehrgebäude aus. Lustig. Fällt mir gerade mal so auf. Ja, ich habe wichtiges Equipment mit dabei, was wir natürlich für diesen Brandschutzinspektion, Brandschutztest benötigen. Und zum einen, ihr kennt es eigentlich schon aus den anderen Folgen, wo wir unser Haus mal angezündet haben. So, Rucksack auf. Zum einen haben wir da einmal die Tonne, die wir anzünden können. Und natürlich unser kleines Feuerwerkbeutchen. Das darf natürlich nicht fehlen. So, wir fangen im Erdgeschoss an. Zack. Ich bin mal gespannt, ob dieses Haus in Brand gerät wie unser Originalhaus eigentlich. So, dann nehmen wir einmal und eins und zwei und drei. Ah. Ja, Sport muss auch natürlich sein. Fitness ist vor allem, weil wir müssen wegrennen, nicht, dass wir wieder blind werden. So, dann tun wir mal unser Brandbeschleunigungsmittel hier einfach mal einführen in diese Tonne. Praktisch halt, dass man diese Tonne anzünden kann. Damit können wir sämtliche Feuerwerkskörper auf einmal zünden. Ach ja, so, ihr könnt ja mal das Video anhalten und in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob diese Modhaus, dieses New House Mod so rum, ob das in Brand geht wie unser Originalhaus. Und dann schauen wir mal, ob dem denn auch so ist. So, die Tonne ist gut gefüllt. Ein bisschen passt rein. So, zack, der Beutel kann weg. So, ich würde sagen, wir rennen nach draußen. Wir wissen ja nicht, was hier wie passiert. Wir müssen natürlich auch auf unsere Sicherheit achten. So, Feuer ist gestartet. Oh Gott, 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 raus, 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 nicht, dass wir jetzt blind werden. Das war's. Nicht hingucken, nicht hingucken, nicht hingucken. Wow. Was für eine Explosion. So, das war's schon. Ich glaube, wir können wieder rein, oder? So, schauen wir mal. Okay, die Tonne brennt. Riesensaustall. Als hätte hier einer Party gefeiert. Aber das Haus scheint nicht... Alter, wie kommt die denn hier hin? Selbst in die erste Etage. Bestimmt durchgepackt. Aber das Haus brennt nicht. Erdgeschoss. Es ist ein Riesensaustall, muss man sagen. Viel Spaß beim Aufräumen. Aber das Einzige, was brennt, ist brannte, muss man ja mittlerweile sagen, ist diese Tonne. Die sich gerade wegrobbt. Warum auch immer. So. Gut, dann nächster Raum. Also hier, der Wohnbereich ist schon mal sauber. So. Zack. Wir sind ja noch lange nicht fertig mit unserem Test. Wir gehen alle sämtlichen Szenarien durch, die nur so möglich sind. So, noch einmal hier reinspringen. Zack. So, dann befüllen wir mal unsere Brandbox wieder. Und testen mal, wie brandsicher der Waschraum ist. Hätte ich fast gesagt. Das Bad. Waschraum. Siehst du, haben wir eigentlich eine Waschmaschine? Wie waschen wir uns eigentlich? Also, wir uns schon klar, aber die Sachen. In unserem alten Haus gibt es ja wenigstens eine Waschmaschine. Ist mir noch nie aufgefallen. So, schön befüllen, schön befüllen, schön befüllen, schön befüllen, schön befüllen, schön befüllen. Ja, soll reichen. Also hier ist keine Waschmaschine. Okay, zack, wir rennen raus. Geht natürlich wieder nicht. Oh Mann, klein machen.
Feuer in der Hole. Let's go. Raus, 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 raus. In die Garage sollte reichen. Jetzt explodiert's. Ah, oh, da leckt es gleich mal das Spiel. Puh. So, Explosion ist beendet. Und es brennt wieder nur die Tonne. Herzlichen Bimmstein. Also das Bad scheint auch... weg mit der brennenden Tonne hier. Obwohl der Jacuzzi, wo ja eigentlich nur der Einsatz fehlt, was buggy ist, besteht aus Holz hier, die Verkleidung, und die brennt auch nicht. Übrigens habe ich einen Hinweis bekommen von Blaulicht Report. Vielen Dank an dich und schöne Grüße an dich, dass die Möbel verschwinden. Eins von beiden, die Möbel oder hier diese Jacuzzi und die Bar und der Pool, liegt einfach daran, an der Cheatbox. Da gab es irgendwie Probleme. Also man müsste die Cheatbox entfernen, was ich aber nicht gerne machen möchte. Da müssen wir damit Vorlieb nehmen, dass wir halt keine Sessel, Couch, Tische haben. Brauchen wir auch nicht wirklich. So. Okay, das ist alles Metall. Das sollte hier eigentlich auch friedlich vonstatten gehen. Wir testen die Garage. Die Garage. Ach, der Bus. Ich wundere mich gerade, was das für ein Geräusch ist. So. So, zack. Vor allem, wie viel Raketen dieser Beutel beinhaltet. Immer wieder faszinierend. Immer wieder. Zack, 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 zack. Oh, mir fällt gerade mal auf, dass es diesmal geklappt hat mit den Basketballen. Ein einziger Basketball in der Garage. Es wird doch langsam mit diesem Haus. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. So. Zack. Oh. 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 Ich habe die Tonne weggepackt. Oh. Oh. Der Test ist gescheitert. Ja. Dieser Test ist gescheitert. Kann man die auflesen? Bestimmt nicht. Doch, die kann man auflesen. Sehr schön. Rocket, Rocket. Achso, wir sind schon wieder voll, glaube ich. Können ja nur 10 Stück aufheben. So, das dauert jetzt ein bisschen. Tut mir leid. So. Zack. So, von unten am besten. Jetzt habe ich das wieder aufgesagt. Bleib stehen. So. So, komm, dann flackt das so rein. Ne, du nicht. Du nicht. Du gehst dahin. So, wir haben hier viel aufzulesen. Oh. Mein Fehler. Muss man halt aufpassen. Wir müssen das hier aufräumen, dieses ganze etwas hier. So können wir es natürlich nicht lassen. Vor allem die zeigen jetzt alle andersrum. Hm. Ich könnte die ja nirgendwo entweichen, sondern die schießen direkt hier rein. So. Auch mal interessant, diesen Test. So. Wieder voll. Alles hier rein. Zack. Was nochmal weg? Zack. Hast du mal eine Gnadenfrist bekommen? Das wird doch langsam. Es wird doch langsam. Der Fehler geht auf meine Kappe auf jeden Fall. So. Auch immer schön 10 Stück mitnehmen. Zack. Zack, 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 zack. Gut, voll. Wieder ausleeren. So, das müsste das letzte Mal gewesen sein, wenn wir Glück haben. Die eine, die können wir so mitnehmen. Zack.
Ausleeren. Sehr schön. So, und unsere Feuerwerkstasche noch. Die brauchen wir. So. Fire in the hole. Gehen wir die aus der Steige? Ich hoffe, wir werden nicht blind. Alter, Alter, ist das hell. So, Explosion beendet. Die Tonne, Alter, hat Sunswind geschossen, die Explosion. Aber auch hier müssen wir sagen, nur ein Saustall. Ansonsten ist nur die Tonne am Brennen. So. Dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Schla also hier glaube ich auch nicht, dass hier irgendwas brennt. Ich würde mal sagen, wir gehen noch in unser Schlafzimmer. So, ich warten, bis die Tonne ausgebrannt ist. Hier kommt Knall aufs Bett. Zack. So, Feuerwerkstasche. Das ging ja neben. So. Testen wir natürlich wieder ordentlich. Diesmal drehen wir uns aber weg, bevor wir die Tasche wegpacken, sonst packen wir wieder nur dem Eimer fest. Weg. So. Zack, 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 zack. Eimer vor allen Dingen. Tonne ist besser gemeint. So, das sollte reichen. Zack. Feuerwerk läuft. Wir retten uns in die Küche. Ein verlassenes Haus ist es gar nicht möglich. Eine Explosion. Oh Mann. Oh ja, der Tankerarsch ist unten. Der Tankerarsch ist unten. Den hat die Explosion weggefegt. Also wenn ich ihn rumdrehe. Achso, das ist der richtige Arsch. Okay. Dann nehmen wir mal hier auf den Tisch. Okay, auch hier, obwohl das hier Stoff und Holz ist, brennt auch dieses Zimmer nicht oder beziehungsweise das Haus nicht. Das heißt also, wir führen noch einen Test durch, nämlich die Küche. Und wenn wir dann Feuerwerk nach auf dem Dach abschießen, heißt das für diejenigen bestanden. So. Also der neue Besitzer dieses Hauses wird sich auf jeden Fall freuen können, denke ich mal. Sagt Feuerwehrinspekteur. Ui, Waldemar. Zack. Zack, 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 zack. Weggepackt und letzter Test. Let's go. Verstecken uns mal hier in der Ecke. Wow, alter Falter. Und auch hier Brandschutz wurde auf jeden Fall voll erfüllt. Nichts brennt, nur ein kleiner Saustall. Aber das ist ja nicht mein Problem, darum muss sich der Eigentümer kümmern. So, daher können wir dieses Gebäude feierlich freigeben. So. Zack. Zack. Geil, eine brennende Tonne in der Tasche gehabt. Wir sind der beste Feuerwehrinspektor, den wir je kennen. So. Das heißt, zack. Es muss ordentlich krachen. Ich weiß nicht, ob wir. Nein, ja, komm hier, das sollte reichen. Zack. Wir wollen ja noch was vom Feuerwerk sehen. Wir rennen mal hier hoch. Zack. Wow.
Das Einzige ist, zum Zeitpunkt der Explosion leckt dieses Spiel ganz schön. So, damit ist dieses Haus feierlich von uns freigegeben. Also Brandschutz wurde hier definitiv eingehalten. Dieses Haus kann man nicht in Brand stecken. Das freut uns als Feuerwehrinspektor. Und ja, wie gesagt, Feuerwehrinspektor Waldemar gibt dieses Haus frei. Brandschutz ist hier zu 100% eingehalten worden. Und jetzt flitzen wir gleich nochmal zu unserem alten Zuhause. Dann zeige ich denjenigen, die noch nicht das genau wissen, was wir hier eigentlich damit meinen, was nämlich eigentlich passiert. So, dazu gehen wir einfach mal nach Hause. Das ist unser altes Zuhause. Man sieht es an dem ganzen Saustall. So, zack. So. Feuerwehr legen wir hier ab. Die Tonne können wir hier ablegen. So. Dann haben wir nämlich einmal hier die Tonne. Dann stecken wir hier das Feuerwerk rein. Weil dieses Haus hält immer noch nicht die Brandschutzverordnung ein. Können wir nämlich gleich mal testen. Aber das wird immer noch so sein. Und für alle Hausbesitzer, wo die Brandschutzbestimmung nicht eingehalten wird, ist dies eine eindeutige Warnung. So, das sollte reichen. Zack. Auch hier zünden wir an, verlassen aber definitiv schleunigst das Haus. So, geht in die Luft, man sieht's. Wunderschönes Feuerwerk und man sieht's. Feuerwerksbestimmung definitiv nicht eingehalten. Das Haus geht sofort in Flammen auf. Rauchmelder funktioniert wenigstens noch. Ja, Küche ist im Brand, Wohnzimmer ist im Brand. Das noch nicht. Das war bestimmt noch sogar. Ne, wir gehen rauskommen, das ist zu gefährlich. So sieht also ein Haus aus, was die Brandschutzbestimmung nicht einhält. Ja, es brennt einfach nur und eben bei Sommerkorb gibt es leider noch keine Feuerwehr. Das heißt, einfach mal komplett ausbrennen lassen und dann die teure Rechnung zur Instandsetzung dieses Hauses. Alter, was ist hier denn los? Das ist doch aus der Garage. Ist die Explosion so stark? Was das denn? Wow. War das schon immer so, diese Stromanbindung? So schön billig? Ist auch neu. Okay, auf jeden Fall, ja, wir haben so gewisse Sachen verloren. Radio steht auch hier draußen. Gut. So, Wohnzimmer, also das Dach ist komplett runter. Wohnzimmer schon komplett zerstört. Bier und unsere Brandtonne hat es durchgehalten. Küche ist auch schon komplett zerstört. Nur Munition hat es überlebt, alles klar. So, Sauna ist auch gerade am Abbrutzeln. Da noch ein Dach. Na, da gibt es noch ein Dach. Hier gibt es auch noch ein Dach im Bad. Aber das wird sich nicht lange halten. Ich glaube, als einzigster Raum wird hier die Garage überleben. So. Oh ja, die Front ist schon richtig angegurgelt. Hä? Momentum. Wieso ist das doppelt? Wir haben einen nächsten Bug entdeckt. Da. Ja. Und der Kanister. Radio. Hä, wieso ist das denn jetzt doppelt da? Ah. Fragen über Fragen. Keiner kann sie beantworten. Egal. So, wenn es jetzt eine Stunde haben wir es halt doppelt. Warum auch immer. So, die Tür ist weg. Weggeschmort. Basketball hat überlebt. Oh, ich traue mich gar nicht rein. Ja, Kinderzimmer ist auch komplett zerstört. Ich glaube auch, dass von den Eltern das Schlafzimmer ist zerstört. Ja. Geringfügig. Oh
Mein Gott, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was. Ach, das ist das Warndreieck. Okay. Dann würde ich sagen, das war eine neue Folge von Mai Samaka. Jetzt wisst ihr, was die Brandschutzbestimmungen hier angeht. Diese Häuser sind definitiv dafür nicht geeignet. Die halten den Brandschutz nicht ein. Dieses neue Haus können wir ja mit gutem Gewissen freigeben. An dieser Stelle sind wir am Ende mit der neuen Folge von Mai Samaka. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch einen positiven Daumen nach oben da. Habt ihr Wünsche, Anregungen, was wir so noch im Mai Samaka machen können? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann werden wir das mal machen. Und ansonsten, an dieser Stelle bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.